Was wäre, wenn man 1 Terabyte Informationen auf einem Fingernagel unterbringen könnte? Oder noch besser, 1 Terabyte auf wenigen Nanometern, also Millionstel Millimetern. Der absolute Wahnsinn. Skirmionen sollen das ermöglichen. Das sind Wirbel in magnetischen Materialien, die tatsächlich das Zeug dazu haben, unsere Datenspeicher und damit die Computer zu revolutionieren. Das zeigen jetzt auch aktuelle Forschungsergebnisse aus Halle. Wie genau funktionieren Skirmionen? Welche unfassbaren Vorteile sie haben? Das jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, früher waren es beispielsweise Disketten oder USB-Sticks, auf denen man Dateien, Videos und Fotos gespeichert hat. Heutzutage lädt man einfach alles in eine Cloud und kann von überall auf der Welt darauf zugreifen. Letztendlich sind ja aber auch hier die Daten auf riesigen Festplatten abgespeichert und zwar meistens in großen Datencentern von Unternehmen wie Google, Facebook, Apple und so weiter. Technisch gesehen werden die einzelnen Datenbits durch einen mechanischen Schreib- und Lesekopf mit Magnetfeldpulsen auf eine schnell rotierende Scheibe, also die Festplatte, geschrieben. Das ist immer noch die gängige, weil preiswerteste Methode. Doch diese herkömmliche Speichertechnik wird in Zukunft wohl an ihre Grenzen stoßen, denn immer mehr Daten sollen auf immer weniger Raum gespeichert werden und ein erster Schritt sind ja die SSDs. Heiße Kandidaten für eine Fortentwicklung, das sind die Skirmionen. Gemeint ist ein spezielles magnetisches Phänomen, das schon vor mehr als 25 Jahren von Physikern und Physikerinnen theoretisch vorhergesagt worden ist und vor einigen Jahren dann sind diese magnetischen Wirbel, die sich wie Teilchen verhalten, experimentell in magnetischen Materialien nachgewiesen worden. Sie haben viele Eigenschaften, die uns in Sachen moderner Datenspeicherung extrem nützlich sein könnten. Sie sind stabil, sie können sehr klein sein, einen Durchmesser von nur wenigen Nanometern und sie lassen sich durch geringe elektrische Ströme erzeugen und manipulieren. Ein Speicherchip auf Skirmionenbasis könnte also deutlich energie- und platzsparender gebaut werden als herkömmliche Datenspeicher. Seit es einem Forschungsteam aus den USA im Jahr 2015 zum ersten Mal gelungen ist, Skirmionen auch bei Zimmertemperatur zu erzeugen und zu manipulieren, gelten sie als sehr, sehr vielversprechende Zukunftstechnologie. Ein Forschungsteam aus Halle hat jetzt neue Berechnungen zu den Skirmionen angestellt. Ihr Ziel ist es, Speichermedien robuster, kleiner und bis zu 1000-mal schneller zu machen. Einer der Beteiligten ist Physiker Alexander Scheffler. Zitat: Das Besondere an diesen Quasiteilchen ist, dass sie sich in einem sehr stabilen, topologisch geschützten Zustand befinden und daher eine geringe Anfälligkeit gegenüber externen Einflüssen wie Temperaturen oder Erschütterungen aufweisen. Doch die Stabilität der Skirmionen ist auch ein Nachteil, weiß das Forschungsteam aus Halle. Dadurch sind sie nur schwer zu erzeugen und dann zudem noch schwer zu verändern. Weil sich die Skirmionen aber wie Teilchen verhalten, könnte die Speicherung von Daten sehr viel schneller passieren, als wir es bislang kennen. Und zwar innerhalb von Pikosekunden, also dem Billionstel einer Sekunde. Also in quasi nichts. Der absolute Wahnsinn. Das ist unfassbar viel schneller als heute möglich. Komplett neue Anwendungen wären dadurch möglich. Ich sage nur künstliche Intelligenz. Im binären Code des Computers könnten sie für 1 und 0 stehen, denn obwohl Skirmionen sehr stabil sind, könnten sie mit Hilfe von Elektronenstrahlen ihre Ausrichtung verändern. Sie entstehen spontan oder können in Schichtsystemen erzeugt werden, in denen sich magnetische Filme befinden, die wiederum die Größe von etwa 1 Nanometer haben. Wechselwirkungen, die sich zwischen Schwermetallen wie Wolfram oder Platin und einem Ferromagneten bilden, lassen Skirmionen entstehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit denken über Bauteile mit Nanoplättchen nach, auf denen Skirmionen angeordnet sind. So müsste sich an dem Grundgerüst der Geräte von heute überhaupt nicht viel ändern. Ein rotierender Lese- und Schreibkopf könnte dann die Zustände der Skirmionen auslesen oder auch ändern. Den Berechnungen aus Halle zufolge würden wohl rund 7 Milliarden Skirmionen auf die Fläche einer Centmütze passen. Umgerechnet entspricht das etwa 1 Gigabyte an Informationen. Wow, und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen sogar, dass sie den Radius in Zukunft auf 1 Nanometer, also ganz mini, verkleinern können. Das würde dann bedeuten, dass man 8 Billionen Skirmionen unterbringen könnte, umgerechnet also 1 Terabyte an Informationen. Und es gibt tatsächlich Hoffnung darauf, dass diese Speichertechnologie in 15 bis 20 Jahren zum Einsatz kommen könnte. Absolut irre. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und hier geht es weiter mit Elon Musk, künstliche Intelligenz, die größte Gefahr für die Menschheit. Da wird einem schon ein wenig Angst und Bange. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann unbedingt anschauen. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.